Ja, Hallöchen, es geht weiter. Das nächste Interview mit meinem lieben Sven Mader. Sven Mader, absolut eine coole Socke. Das muss man definitiv sagen. Er ist mittlerweile ein Weltenbummler. Er hat sich seinen Traum verwirklicht und das finde ich einfach mega, mega stark. Während die meisten Menschen lieber jammern, wie alles schrecklich ist, wie alles grausam ist, hat der liebe Sven einfach es umgesetzt. Ja? Er lebt seinen Traum und die nächsten 60 Minuten geht es genau darum, wie schaffe ich es, mein Traumleben zu kreieren? Wie schaffe ich es einfach, großartiger unterwegs zu sein, mit ganz, ganz, ganz viel Spaß, mit ganz, ganz, ganz viel Freude. Und an dieser Stelle müssen wir uns natürlich im Klaren sein, das passiert nicht von alleine, sondern das dürfen wir wirklich, wirklich gestalten. Und da müssen wir natürlich einfach wissen, wo geht die Reise hin, was will ich wirklich, was will ich nicht mehr. Lieber Sven, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Magst du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du alles? Hallo Ernst. Danke für die Einladung zu dem Interview. Ich bin Sven Mader, 48 Jahre alt, habe 3 Kinder und lebe jetzt seit 4 Monaten im Wohnmobil. Ja, das ist doch schon mal gut. Ja, so, und jetzt gehen wir einfach ein bisschen rein. Sven Mader ist noch ein bisschen schüchtern, also das ist kein Problem. Ich muss ihn auch wirklich, wirklich, fast erpressen, dass er hier mitmacht. Nee, Quatsch. Hör dir genau zu, was er zu sagen hat. Lieber Sven, du bist von Haus aus Programmierer. Was programmierst du? Ja, ich habe Informatik studiert, von 2000 habe ich angefangen, genau, und bin jetzt seit 22 Jahren in der IT-Branche. Im Studium habe ich SAP kennengelernt und damit beschäftige ich mich jetzt auch beruflich. Ja. Habe dann bei der Commerzbank angefangen und gelernt und arbeiten tue ich im Data Warehouse-Bereich. Also ich verarbeite die Daten des Unternehmens und mache daraus hübsche Auswertung, damit der Controller damit daraus Informationen bekommen kann, um sein Unternehmen zu verbessern. Und wow, ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Ja, so im Kurzen, genau. Ja, super. Was heißt das genau? Kannst du das uns bitte erklären? Weil ich weiß genau, was du machst, du hast es mir erklärt, aber für unsere ganze Community, was passiert da genau? Das Unternehmen generiert ja jeden Tag Daten. Ja. Da werden Bestellungen erzeugt, da werden Kundenaufträge angelegt, da werden Produkte produziert. Und da bei jedem Schritt entstehen Daten, die abgelegt werden. Die Sachbearbeiter geben die in den Computer ein und die werden in der Datenbank gespeichert. Und das sind ja Millionen von Datensätzen. Und das haben wir jetzt auch schon ja gelernt alle, dass wir jetzt im Informationszeitalter sind. Mhm. Das heißt, wir wollen die Daten so aufbereiten, dass wir daraus Informationen generieren können. Und mit den Informationen kann man dann Wissen erzeugen, um halt gute Entscheidungen zu treffen. Damit man weiß, was kann ich an dem Prozess jetzt noch verbessern, damit er effektiver läuft. Mega. Also eine ganz, ganz wichtige Arbeit für jeden Einzelnen, der jetzt hier zuschaut. Das heißt, na gut, ich habe sie gebraucht, ist es wenn nicht, ja. Ich habe mit Informatik nichts zu tun. Dennoch ist es ganz wichtig, was er gesagt hat. Wir müssen unsere Prozesse anschauen. Wir haben alle Prozesse, ja. Ganz einfach dargestellt. Wir stehen morgens auf, haben unsere Prozesse. Wir haben unsere Morgenrituale. Wir frühstücken, wir machen uns fertig, wir gehen zur Arbeit. Das sind alles Prozesse, die da ablaufen. Ja. Bis abends, bis wir ins Bett gehen. Das sind alles Prozesse. Das ganze Leben ist ein Prozess. Auch dein Körper ist ein Prozess. Dein Herz schlägt.
Das Blut wird durch die Adern und Venen gejagt, deine Verdauung läuft, alles Prozesse, ja, das geht einfach mal zu verstehen. Und Controlling, schreib das bitte auf, Controlling ist hier ganz, ganz wichtig. Du musst diese Prozesse genau kontrollieren. Und du musst immer KVP machen, das heißt kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Was heißt das? Immer überprüfen, ist das okay, wie es hier läuft? Ist das optimal? Ist das gut? Und wo kann ich es ändern? Und das ist jetzt zum Beispiel das, was Sven macht für Firmen. Ich finde das eine mega, mega spannende Arbeit. Und wer sich intensiv mit seinen Prozessen beschäftigt in seinem Leben, auch privat, wenn du eine Beziehung hast, Mann, Frau, Kinder, auch das sind Prozesse, die ablaufen. Ja. Manchmal laufen sie gut ab, manchmal gibt es riesen Stress, manchmal gibt es Streit, mal ist Disharmonie, dann fliegt auch mal so eine Ehe auseinander. Auch das sind Prozesse, die da ablaufen. Und wenn du das verstanden hast, ja, dann kannst du entsprechend frühzeitig einschreiten. Das machen doch auch deine Firmen, oder? Die bekommen von dir deine Daten und dann können sie frühzeitig, bevor was im Brunnen fällt, können sie senden. Ist das richtig? Genau. Entweder erkennt man es frühzeitig oder man sieht halt irgendeine Auswirkung. Wie zum Beispiel das Beispiel, was du hattest mit dem Tagesablauf. Viele sagen, ich habe keine Zeit. Ja. Ja, okay, da war zum Beispiel eine Aufgabe, schreib doch einfach mal deinen Tagesablauf auf. Du stehst auf, schreib die Uhrzeit auf, ich mache Frühstück, schreib die Uhrzeit auf, schreib einfach jede Uhrzeit auf und dann summiere das über den Tag. Und dann wirst du feststellen, ja, der Tag hat 24 Stunden, aber irgendwie habe ich jetzt, keine Ahnung, 4 Stunden am Fernseher gesessen und 3 Stunden in Facebook geguckt. Und das kann man dann optimieren, wenn man dann sagt, ich will eigentlich gar keine 3 Stunden vor Facebook sitzen, dann ändert es halt einfach. Genau, und das so läuft das halt auch im Unternehmen ab. Man sieht halt irgendeine Auswirkung, dass, keine Ahnung, die Mitarbeiter kündigen und ja. Du musst dann halt kannst dann analysieren, woran könnte es liegen, dass mir alle Mitarbeiter verschwinden. Sehr, sehr, sehr schönes Beispiel, weil es gibt ja definitiv ja keine Zufälle, ja. Und wenn dir immer wieder die gleichen Dinge passieren, ja, dann solltest du einfach mal deine Prozesse anschauen. Wenn du zu wenig Geld hast, solltest du deine Prozesse anschauen. Hast du zu wenig Kunden, solltest du deine Prozesse anschauen. Es geht immer nur um Prozesse, ja. Und das gilt es einfach für sich zu verstehen. Also du bist eine sehr, sehr wichtige Person. Man kann fast sagen, du bist auch ein Controller indirekt. Das ist ja das, was viele einfach nicht machen. Viele leben so vor sich hin und irgendwann eines Tages stehen sie vor ihrem Leben und sagen, naja, soll das alles gewesen sein? Ich habe mir alles ein bisschen anders vorgestellt. Schau genau hin. Ändere deine Prozesse. Es gibt immer Optimierungsbedarf. So, jetzt steigen wir nochmal ein. Du hast ja sehr, sehr namhafte Firmen, die deine Kunden sind. Deutschland, Schweiz, Österreich. Sehr, sehr große Firmen auch. Kleine Firmen auch. Einfach Firmen, die es verstanden haben, wie wichtig es ist, hier diese Prozessanalyse zu machen. Also, du bekommst die Daten, du tust die analysieren, schickst ihnen das zu. Und was passiert dann, Sven? Der Controller arbeitet jeden Tag damit. Mhm, ja. Und macht halt seine Auswertung, schickt die an den Vorgesetzten oder an teilweise auch an die Regierung. Die wollen ja auch irgendwelche Auswertungen haben. Ja. Genau. Und bei der Analyse stellen Sie dann vielleicht auch mal was fest, dass Sie hier ein Optimierungspotenzial haben. Mhm. Wie zum Beispiel halt, wenn man ein Produkt produziert, dass einfach die Laufzeit zu lang ist. Wir konkurrieren jetzt mit China. Und da ist unser Vorteil, dass wir schnell sind, dass wir sauber arbeiten. Ja. Und die 2 Punkte müssen wir halt immer kontrollieren. Sind wir wirklich schnell genug? Produzieren wir wirklich in guter Qualität? Ja. Und das sieht man halt nur, wenn man halt auf die Gesamtdaten guckt. An einem einzelnen Auftrag sieht man das nicht. Aber wenn man über das einen Zeitraum anguckt, über einen Monat, dann sehe ich schon, dass ich zum Beispiel halt freitags immer ein Problem habe, weil die Leute halt freitags immer krank sind. Mhm. Machen verlängertes Wochenende. Das kann zum Beispiel daran liegen, ja, dass die Leute keine Lust haben und dass dann die Qualität fällt. Wow, also für alle, die jetzt hier zuhören, wir haben ja auch Unternehmer, die hier dabei sind.
Also mach den Gespräch mit Sven, das ist einfach so wichtig. Du brauchst ein absolutes Controlling deiner Daten. Du darfst nichts dem Zufall überlassen. Ja? Ich vergleiche das auch mit der Fliegerei. Fliegerei ist kein Zufall. Fliegerei ist absolute Präzision. Ja? Absolute. Und wenn du da einen Fehler machst, dann kann das sehr schnell tödlich enden. Jetzt bei der Arbeit in einer Firma endet es nicht gleich tödlich, aber es ist ein schleichender Tod. Ja, das kennen wir ja. Es gibt ja viele namhafte Firmen, die sind einfach nicht mehr da. Nehmen wir die Firma Grundig, nehmen wir das Quelle, ja. Die haben einfach den Zeitgeist verpasst. Die haben es nicht kontrolliert. Und auch wenn du selbstständig bist, wenn du eine kleine Firma bist, kontrolliere deine Daten. Kontrolliere, was machst du für die Kundengewinnung? Wie ist der Kundenablauf? Das muss alles durchstrukturiert sein. Das muss alles schriftlich niedergelegt sein, dass du genau weißt, wenn ich hier drehe, habe ich mehr Kunden. Wie läuft's ab? Wo springen mir die Kunden ab? Wo kaufen sie nicht mehr? Oder wie Warenkorb? Kennst du ja auch Warenkorb? Abbruch, ja. Warum legen die Kunden die Sachen in den Warenkorb und schließen es dann nicht ab? Ja? Also das sind viele, viele, viele Daten, die man einfach hier ganz klar analysieren darf und muss. Ich finde das mega, mega, mega cool. Jetzt lassen wir das mal kurz stehen. Wir haben jetzt ja 20 Minuten bei Facebook. Du hast ja schon lange, lange geträumt, unterwegs zu sein, richtig? Genau, also früher war ja so das Ziel, irgendwann komme ich in Rente. Ja. Und da habe ich gedacht, wenn ich dann in Rente bin, dann gehe ich in den Süden, schön in die Sonne und lass mir da gut gehen. Mhm. Das war das wohl damals das große Ziel, genau. Ja, super. Dir geht es so wie den meisten Leuten da draußen, 98% der Leute sagen, wenn ich mal in Rente bin, wenn. So, und jetzt ist was passiert in deinem Leben. Es hat alles verändert. Magst du kurz erzählen, was passiert ist? So wie es halt auch vielen geht. Die Frau wollte nicht mehr so richtig. Ja. Und wir haben uns dann vor 3 Jahren getrennt. Okay. Und dann ist was passiert? Ja, dann kam ich erstmal in ein tiefes Loch. Hm. Wusste nicht so richtig, was ich machen sollte. Ja. Erstmal musste ich das irgendwie verstehen. Gell? Ich wusste gar nicht, was da mit mir passiert. Mhm. Genau, und dann bin ich 3 Monate zu meinen Eltern gegangen, um das erstmal sacken zu lassen. Mhm. Und dann? Genau, dann bin ich irgendwie auf Vanlife gestoßen, auf Campingwagen in der Welt rumreisen. Dann habe ich angefangen zu suchen nach einem Transporter, den ich mir, also erstmal habe ich geguckt nach Wohnwagen, gell? War halt alles zu teuer. Mhm. Dann hat ja auch dann Corona angefangen und da sind ja die Preise überall gestiegen und da war das halt unbezahlbar. Ja, und dann kam ich auf die Idee, halt einen selber zu bauen. Dann kann ich ihn nach meinen Wünschen ausbauen. Ja, dann ist es vielleicht auch günstiger, habe ich gedacht. Gell? Weil ein Neuwagen ist halt dann doch teurer. Irgendeinen alten, gebrauchten. Ja, ein bisschen handwerklich geschickt bin ich ja doch. Also habe ich mir das auch zugetraut, dass ich das selber machen kann. Mhm. Ja, sehr, sehr cool. Also, was ist passiert? Ja, jetzt schauen wir es uns einfach mal an. Jetzt analysieren wir das. Ja, die ganzen Daten. Ja. Sven träumt schon lange davon, im Süden zu sein, wenn er in Rente geht. Okay, Punkt Nummer 1. Das hat er ausgestrahlt in den Kosmos. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, das ist ein bisschen spooky, aber das ist nicht spooky. Das sind Gedanken. Gedanken haben keine andere Funktion, als sich zu manifestieren. Jeder Gedanke ist ein Saatkorn. Saatkörner gehen auf. Nicht mehr, nicht weniger. Also, der liebe Sven hatte die Gedanken, in Süden zu gehen. So. Und jetzt, ich sage immer, der Kosmos würfelt, ja, oder die Karten werden neu gemischt, ja. Und jetzt plötzlich kommt er in eine Situation rein, die ihn völlig aus der Bahn schmeißt. Ich bin mir sicher, das haben einige schon erlebt von euch, auch ich kenne das aus meinem Leben. Da bist du in einer Partnerschaft, du denkst, ja, es ist nicht ganz so super, 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 aber es läuft und so und alles ist irgendwie so in Ordnung. Und plötzlich kommt dein Partner und sagt,
Game over. Zeit ist abgelaufen, es ist vorbei. Und dann genau das, was du gesagt hast, und ich danke dir sehr, 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 dass du das hier teilst. Warum? Zum Mut machen all den Menschen, die jetzt gerade in der Situation sind. Also 50, Tendenz auf 60% der Ehen fliegen einfach auseinander. Also jeder Zweite kommt in diese Situation. Und hier müssen wir ganz klar verstehen, es ist für beide ein Wahnsinnsprozess. Ja, also einmal derjenige, der es so weit treibt, in Gedanken, das kommt ja in der Regel nicht über Nacht, sondern das ist ja schleppend über viele Wochen, Monate, manchmal auch Jahre. Und dann, boah, dann trifft es dann plötzlich den anderen, wenn er einfach diese Botschaft bekommt. Ja, du stürzt ab, du bist verzweifelt, du hast Schmerz. Du, wie hast du so schön gesagt, du musst es erst begreifen. Und dann bist du in deiner Note, ja, zu deinen Eltern gefahren, um überhaupt irgendwo klar zu kommen, weil du hast ja drei Kinder, die Strukturen waren ja alle gegeben, es war ja alles in Ordnung, ja. Und jetzt ist einfach nichts mehr in Ordnung, außer Verzweiflung pur, Panik, Lebensangst, du musst trotzdem deinen Job machen. Und irgendwann ist die Schmerzspitze überwunden und dann kommt der nächste Bereich, wo du reingehst und sagst, okay, wie komme ich da wieder raus, ja? Und das hast du sehr, sehr schön gesagt. Du hast dann geguckt, ja, gibt's Wohnmobile, gibt's Wohnwagen? Klar, zur C-Zeit sind die ab durch die Decke. Und wer will, findet Wege. Und du hast einen Weg gefunden, hast gesagt, okay, alles klar, Wohnmobile, ich habe keine Lust, jetzt so viel Geld auszugeben. Also ich hole mir einen Transporter und baue den um und verwirkliche meinen Traum. Und das ist so viel Mut für die ganzen Menschen da draußen. Nimm dein Leben an, ja, akzeptiere es, drück nicht dagegen, ja, wenn du so, ich sage immer, es ist ein Geschenk, ja, wenn man das natürlich hört, du, es ist aus, ich mag mit dir nichts mehr zu tun haben, lass mich von dir scheiden, dann ist das im Moment kein Geschenk, aber wenn du ein bisschen später drauf schaust, ist es ein Geschenk, wenn du es annimmst, ja. Ja, du hast das Geschenk dann irgendwann angenommen, hast gesagt, okay, ich drücke jetzt nicht mehr dagegen, weil wenn du dagegen drückst, dann gibt es noch mehr Druck, also du hast dann einfach losgelassen. Hast deinen Transporter gekauft, hast das umgebaut und dann ist was passiert? Ja, schon während dem Ausbau. Ne? Die Frau tut mich natürlich belächeln, sagen, das wird ja nichts, das funktioniert nicht. Hm. Im Winter, im Auto, das ist ja viel zu kalt, das funktioniert doch nicht. Genau, und dann bin ich im November einfach losgefahren. Mhm. Wo bist du hingefahren? Nach Italien. Mhm. Ja, in der Nähe. Also nördlich von Rom. Also nicht ganz nach unten im Stiefel, sondern so in der Mitte bin ich dann stehen geblieben. Ja. Hab mich da ans Meer gesetzt, auf dem Campingplatz und habe erst mal 2 Wochen Auszeit genommen. Oh, cool. So nach dem Motto, ich kann es noch gar nicht glauben, ich habe meinen Traum erfüllt, ja. Und was hast du erlebt? Du hast das erlebt, was fast alle Menschen erleben, wenn sie sich auf den Weg machen. Sie werden belächelt, sie werden ausgelacht. Das habe ich schon so oft in meinem Leben gehabt, wo mich die Menschen auslachen. Ja, das wird doch nichts und hör doch auf. Auch hier mit dem Kongress, ja, wo ich gesagt habe, okay, es ist nicht mehr for free für die Experten, sondern es gibt eine Fee. Und da haben auch viele gelächelt, es wird eh nicht funktionieren. Und hier an dieser Stelle ist es ganz wichtig, jetzt erst recht. Ich nenne das die Pull-Boot-Strategie. Also du bist einfach losgefahren, dann warst du am Meer. Und wie ist es dir da ergangen in den 2 Wochen? Ich habe mich schon mal gefreut, dass das Auto so einigermaßen funktioniert. Ich bin halb fertig losgefahren, also ich hatte ein Bett und Elektrik drin. Der Rest hat irgendwie noch gefehlt. Ich habe dann sozusagen auf der Trittstufe gekocht. Ja, ja. Aber Strom und so hat alles funktioniert. Ja, ich habe Strom ohne Ende. Ich kann alles machen, was ich will. Ja, ich habe Wasser, was ich benutzen kann. Also ich kann im Auto leben, habe eine Heizung, mir wird nicht kalt. Ja, wenn es zu kalt ist, dann kann ich abends Heizung anmachen. Also wenn man sagt, ich kann im Winter da nicht drin schlafen, das ist einfach falsch. Ja, ich bin auch dann im November zu dir gekommen, gell, in die Schweiz. Nach St. Moritz, Seminar. Ja, zum Seminar. Genau, das ist ja schön. Das ist ja schön in den Bergen, ja. Genau, da habe ich auch in den Bergen übernachtet, ja, Heizung an, da ist auch, war auch 20 Grad, also ist wie in der Wohnung. Ja, super.
Also für alle, die jetzt hier zuhören, er hat nicht gewartet, bis sein Transporter fertig ist, zum Mobil umgebaut. Halbfertig ist er losgefahren. Und das ist genau das Thema. Und das, was du hier sagst, das ist so wertvoll, lieber Sven. Weil genau um das geht. Die meisten leiden unter der Krankheit Perfektionismus und kommen dadurch nie in die Puschen. Hör auf damit. Wenn du den Gedanken hast, fang an, halbfertig ist einfach losgefahren. Super, super Kompliment, super mutig. Und du hast einen Traum. Vor ein paar Tagen, wo wir telefoniert haben, ja, da sitzt er schön in Antalya am Meer, genießt sein Leben, geht jeden Tag ins Meer baden, kocht im Freien. Und er hat ein glückliches Leben. Und um das geht es einfach. 20 Minuten sind jetzt rum. Bei Facebook, holt euch das Kongresspaket und jetzt erfährt ihr noch viel, viel mehr Insights vom lieben Sven. Noch ganz, ganz, ganz viel. Wir tauchen hier also noch richtig, richtig tief ein in die ganze Thematik und es wird noch richtig, richtig spannend. Sven hat euch auch ein paar Sachen mitgebracht in diesem Sinne. Tschüss, bye bye, schönen Nachmittag. Ja, super, dass du die ganze Zeit dabei warst. Herzlichen Dank dafür und ich bin mir sicher, du wirst die eine oder andere Geschichte für dich umsetzen, anwenden, jeden Tag ein Stück mehr. Lebe dein für dich ideales Leben. Willst du mehr wissen und hören von mir und spannende Interviewpartner, abonniere jetzt gleich den Podcast, dass du keinen einzigen mehr verpasst. Danke dir für eine positive Bewertung. Hast du weitere Tipps und Vorschläge? Bitte direkt an mich. Abonniere den Ernst Kramer Inner Circle. Du kannst ihn 14 Tage lang testen für nur 1 Euro. Dort bekommst du ganz viele weitere wertvolle Inputs rund um dein Leben. Es erwarten dich verschiedene Module, Videoclips, Checklisten, MP3 für unterwegs, Texte, Mindmaps. Den Link findest du wie immer unten in der Shownote. Abonniere den Erfolgs-Newsletter, damit du gar nichts mehr verpasst. Sehr, dass du dabei warst. Freue mich, dich wieder dabei zu haben. Von ganzem Herzen eine wundervolle und großartige Zeit für dich und dein Leben. Tschüss, bye bye, dein Ernst Krammeri.